Angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/3635, Datenschutzkultur an Schulen verbessern. Und ich möchte noch einen Hinweis geben auf den Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/3635, wurde gemäß § 82 Absatz 2 Buchstabe b unserer Geschäftsordnung vom Plenum an den Ausschuss für Schule und Weiterbildung überwiesen mit der Maßgabe, dass eine Aussprache und Abstimmung erst nach Vorlage einer Beschlussempfehlung erfolgt. Die Beschlussempfehlung und der Bericht des Ausschusses für Schule und Weiterbildung liegen als Drucksache 19/441 vor. Ich öffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der SPD Frau Kollegin Spanier-Oppermann das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne. Ich habe gerade so gedacht, ich brauche eigentlich gar nicht mehr viele Worte zu machen, denn die Frau Ministerin hat mir schon vieles vorweggenommen. Aber auf eine Sache würde ich ganz gerne noch einmal eingehen, nämlich auf das, was wir wirklich Positives zu vermelden haben in Nordrhein-Westfalen. Ich weigere mich auch bei diesem Antrag, der mir hier vorliegt, so ein bisschen hinterher zu galoppieren und immer wieder zu sagen, was wir haben und ein Stück mich zu rechtfertigen. Wir haben eine ganze Menge und eine ganze Menge ist richtig gut. Wir haben ja bereits im Oktober eine Expertenanhörung zu dem Thema gehabt und die Gäste und die Stellungnahmen haben uns gezeigt, dass die Aufklärung zum Thema Datenschutz sicher ein ganz wichtiger Bereich ist. Das wurde ja jetzt von meinen Vorrednern auch schon mehrfach gesagt. Es ist also in dieser Dynamik auch, die dieses Thema ja hat, unerlässlich, permanent am Ball zu bleiben und das Thema zu bearbeiten. Zwei Bereiche möchte ich doch noch mal differenziert darstellen. Das ist der Datenschutz als Bildungsauftrag. Das geht immer so ein bisschen durcheinander. Und der Datenschutz als Organisationsfrage in Schulen. Zum einen haben wir ja eben in den Lehrplänen die festgeschriebene Vermittlung von medienpädagogischen Inhalten in den Bereichen Gesellschaftslehre, Politik und Informatik. Dabei überprüfen wir die Lehrplaninhalte ja nun auch ständig und wollen uns da auch keine Aktualität verschließen. Zum anderen bestehen auch bereits auf organisatorischer Ebene die entsprechenden Angebote und Stellen, die die Schulen und die Lehrkräfte in Fragen rund um Mediennutzung und Datenschutz auch unterstützen. Hierbei sind insbesondere die Medienberaterinnen und Berater des Kompetenzteams NRW zu nennen. Auch das wurde heute in einer der Reden schon erwähnt. Dass wir in Nordrhein-Westfalen wirklich angekommen und weiter auf einem guten Weg sind, zeigt auch folgender Abschnitt, den ich gerne einmal von der Seite Medienpass NRW zitieren möchte. Über 2000 Schulen haben mittlerweile den Medienpass NRW bestellt. Dieser erhielt auch im vergangenen Jahr den Deutschen Bildungsmedienpreis Digita 2015. Es wird bezeichnet als herausragende Gesamtkonzeption, die bis ins Detail stimmig ausdifferenziert ist und beispielgebend, wie wir auch gehört haben, in der deutschen Bildungsmedienlandschaft. Auch wenn der Medienpass nicht verpflichtend ist, sehen wir doch, dass das Angebot zunehmend in Anspruch genommen wird. Meines Erachtens sind auch Top-Down-Verordnungen überhaupt nicht angebracht. Wir müssen für dieses Thema generell die Menschen, alle Akteure mitnehmen und auch eben sensibilisieren. Dass das gelingt, sehen Sie auch daran, dass immer mehr Schulen freiwillig die bestehenden Angebote wie zum Beispiel Datenschutz an Schulen in NRW abrufen. Und zusätzlich wird Ihnen ja mit Logineo NRW eine Basis-IT-Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Wir haben also viele gute Initiativen im Bereich Datenschutz. Das hat uns die Anhörung auch im Schulausschuss gezeigt. Unser Ziel muss es nun sein, die vielen Kompetenzen und Ideen zu nutzen und eben unsere Schulen
die Lehrerinnen und Lehrer, die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Eltern für diese Themen weiter zu sensibilisieren und so auf einen lebenslangen Lernprozess vorzubereiten. Nur wenn alle Beteiligten aus eigenem Willen mitspielen, können wir sie für dieses Thema auch gewinnen. Noch ein Wort zu der Einsetzung eines Datenschutzbeauftragten, den für jede Schule zu fordern, ist eben auch kein Allheilmittel. Aufgabe der Fortbildung in den betrachteten Themenbereichen ist grundsätzlich bei den Medienberaterinnen und Beratern der Kompetenzteams angesiedelt und nicht Aufgabe von Datenschutzbeauftragten. Ich komme zum Schluss. Wir schließen uns somit dem Votum des Ausschusses noch einmal an, dem Antrag hier nicht zu folgen. Es wurde deutlich, dass der Datenschutz ein wichtiges Thema ist. Das haben wir auch verstanden. Lassen wir auch einmal diesen Satz nachklingen. Wir sind vorbildlich in diesem Thema in NRW und darauf können wir stolz sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die CDU-Fraktion spricht Frau Abgeordnete Vogt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Datenschutz war schon immer ein wichtiges Anliegen, hat aber in unserer internetgeprägten Gesellschaft einen ganz neuen Stellenwert erreicht. Die Anhörung vom 28. Oktober des vergangenen Jahres hat dazu sehr wichtige Hinweise geliefert. Es wurde dabei deutlich, dass man beim Thema Datenschutz an Schulen zwischen Datenschutz und Datenschutzkompetenzen als Bildungsaufgabe einerseits und Datenschutz, der notwendig ist bei der Datenverarbeitung an den Schulen andererseits, unterscheiden muss. Der erste Teil, Datenschutz als Bildungsaufgabe, ist von großer Bedeutung, da viele junge Menschen in der heutigen Zeit sehr arglos mit ihren persönlichen Daten umgehen und häufig ohne zu ahnen, welche Konsequenzen dieses Verhalten für ihr künftiges Leben, vor allen Dingen auch für ihr Berufsleben, haben kann. Eine Sensibilisierung für den verantwortungsvollen Umgang mit den eigenen Daten ist daher ein wichtiger Bildungsauftrag und eine Art Querschnittsaufgabe. Meiner Kenntnis nach wird es daher nicht nur an diversen Stellen im Unterricht thematisiert, sondern es gibt, die Kollegin Spanier-Oppermann erwähnte es gerade bereits ausführlich, in Nordrhein-Westfalen auch unterschiedliche außerschulische Aktivitäten, wie zum Beispiel den Medienpass NRW. Es ist daher aus unserer Sicht nicht zwingend erforderlich, Datenschutz als Bildungsauftrag verbindlich im Lehrplan zu verankern, da er bereits auf vielfältige Weise thematisiert wird. Zudem gehört das Lernen mit dem Internet mittlerweile auch zum Schulalltag. Und da ist jede Schule gehalten, den verantwortungsvollen Umgang damit auch sicherzustellen, die Kontrolle sicherzustellen, dass es keine missbräuchliche Anwendung gibt, aber natürlich auch den rechtlichen Rahmen entsprechend einzuhalten. Dies ist, soweit ich weiß, Frau Ministerin, auch im Schulgesetz so verankert. Davon losgelöst ist das zweite Thema dieses Antrages, bei dem es um den Datenschutz, der notwendig ist bei der Datenverarbeitung an den Schulen selbst, geht. Hier vermischt der vorliegende Antrag aus unserer Sicht zwei sehr unterschiedliche Bereiche unter dem Oberbegriff Datenschutz. Datenschutz als Organisationsfrage lässt sich im Bereich Schule sicher unterschiedlich organisieren, wie die Anhörung auch noch mal sehr deutlich gezeigt hat. Unserer Erfahrung nach, und das wurde auch so, glauben wir, an dem Tag bestätigt, bestehen in unserem Bundesland jedoch bei der Organisation keine gravierenden Schwächen, sodass wir auch diesem Teil des Antrages nicht folgen können. Viele weitere wichtige Punkte hat bereits die Kollegin im Vorfeld genannt. Es war ja auch so, dass wir das im Schulausschuss schon sehr ausführlich diskutiert haben. Wie gesagt, wir finden es ein wichtiges Anliegen. Wir fanden auch die Anhörung ausgesprochen aufschlussreich. Aber wie wir bereits im Ausschuss erklärt haben, dem vorliegenden Antrag können wir aus den genannten Gründen so nicht zustimmen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Kollegin Funk. Für die Fraktion Die Grünen spricht Frau Kollegin Beer. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will die Quintessenz meiner Rede gleich vorwegnehmen. Sie schließt sich eigentlich an das, was die Kollegin Vogt gerade eben ausgeführt hat und auch was die Kollegin Spanier-Oppermann schon gesagt hat. Liebe Kollegin Pieper, Sie haben mir eben auch vorgetragen, die Piraten legen immer wieder Anträge vor in dem Bereich digitaler Bildung, Medien, Datenschutz. Das ist der Fall. Nur auch dieser Antrag zeigt, da stecken oft Probleme in den Anträgen, weil sie Dinge vermischen, weil sie nicht präzise sind und weil sie uns auf dem Weg eben nicht weiterbringen. Und das ist in der Tat ja auch noch mal sehr deutlich geworden bei der Anhörung, die wir hatten. Die war in der Tat sehr spannend. Die hat auch noch mal die Dinge aufgezeigt, da wo wir die Pfade genau so angelegt haben. Das ist eben auch schon genannt worden im Bereich des Medienpasses, im Bereich der Dateninfrastruktur, was wir für Aufgaben in den Schulen damit haben. Natürlich auch in der Frage einer kritischen Medienbildung, die wir ja auch angelegt haben, zum Beispiel in dem erweiterten Auftrag der Verbraucherbildung. Da steckt das drin. Und da arbeiten wir ja gerade mit den Modellschulen auch, damit wir da zu einem Kerncurriculum kommen, was denn das dann auch mit betrachtet. Aber es ist auch sehr deutlich geworden, und das hat ja auch der Vertreter des Landesinstitutes dann auch noch mal gesagt, hier ist eine Vermischung, man muss die Ebenen auseinanderhalten. Der Datenschutzbeauftragte oder die Datenschutzbeauftragte ist nicht die Bildungsbeauftragte in der Schule. Was ist das die Aufgabe des Schulträgers? Was ist die Aufgabe innerhalb der Schulen? Das geht alles in diesem Antrag leider durcheinander und die vier Beschlusspunkte sind eine Überfrachtung auf eine Funktion, die einfach so nicht tragbar ist und die auch an der Realität vorbeigeht. Es ist das, was wir im Land jetzt geregelt haben, zufriedenstellend. Da kam eben keine Beschwernis, dass das kein ausreichendes System ist, aber dass wir uns natürlich der Fragen der kritischen Medienbildung weiter widmen müssen. Jetzt stehen die Schulträger vor der Aufgabe und der Herausforderung in der Frage der Infrastruktur, zum Beispiel WLAN-Netze bereitzustellen in den Schulen, dann auch dort Datensicherheit zu garantieren. Das ist aber auch nicht die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten, liebe Kollegin Pieper. Das sind wieder ganz andere Zuständigkeiten. Wir brauchen ein gesamtes Konzept. Der hat der Datenschutzbeauftragte für die internen Belange der Schule seine Rolle. Aber das, was hier zusammengepackt worden ist, eine Vermischung der Ebenen und auch eine Vermischung der Aufgaben. Und deswegen können wir dem leider auch nicht zustimmen. Was überhaupt nicht thematisiert worden ist, ich habe das dann auch schon in der Aussprache gesagt und in der Anhörung, ist eine ganz andere Frage. Und die, finde ich, das ist eine wichtige Aufgabe, der wir uns auch widmen müssen, die Problematik zu lösen, Datenschutz der Schülerdaten auf der einen Seite und die Frage der Übergänge im System. Wie bekommen wir das hin? Die Informationen, die die Schulen brauchen, die notwendig sind, damit individuelle Förderpläne weitergeführt werden können, damit man nicht immer wieder neu aufsetzen muss, das datenschutzrechtlich sauber hinzukriegen. Da sagt uns dieser Antrag auch überhaupt nichts dazu, bringt uns nicht einen Schritt weiter. Aber das sind die Aufgaben und das sind die Fragen und Herausforderungen, die die Schulen am meisten im Augenblick beschäftigen. Und da müssen wir das hinkriegen, datenschutzrechtlich sauber zu sein und auf der anderen Seite eine kontinuierliche Förderung von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten. Deswegen, ich schätze die Initiativen, ich schätze die Mühe, aber leider bringt uns das so nicht zielgerichtet weiter, sondern ist eine Vermischung verschiedener Dinge. Vielleicht kommen wir da mal zu anderen Ansätzen, einfach im Vorfeld darüber zu beraten. Und das wäre mein Hinweis und, glaube ich, auch sehr wünschenswert. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. Für die FDP-Fraktion spricht Frau Abgeordnete Gebauer. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich werde es jetzt recht kurz machen, weil ich Ihnen eigentlich nicht zumuten möchte, dass ich jetzt genau das alles wiederhole, was meine Vorrednerinnen und hier schon an dieser Stelle gesagt haben. Wir haben ausführlich bereits im Ausschuss darüber gesprochen. Es ist zu diesem Thema alles von Ihnen bereits gesagt worden. Das Thema ist wichtig. Darüber, glaube ich, sind wir uns alle einig. Datenschutz ist wichtig. Die Zielrichtung bzw. die Rückschlüsse, aber die Sie in Ihrem Antrag schließen, denen können wir tatsächlich uns an dieser Stelle nicht anschließen.
Und deswegen beende ich hier auch meine Rede und überlasse, liebe Monika, dir das Feld, um dann nochmal in die Bütt zu gehen. Aber ich glaube, man muss es nicht noch extrem ausweiten, sondern es ist alles zu diesem Thema gesagt worden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Gebauer, für den Beitrag und für die Piratensprecherin, Frau Kollegin Pieper. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, wir hatten ja bereits zu diesem Antrag im Dezember eine sehr merkwürdige Debatte. Da wurde ja schon das gesagt, was auch heute gesagt wurde. Wir hätten alle Dinge miteinander vermischt. Haben wir nicht? Nein. Wir haben Antragspunkte einmal zum Thema Datenschutzbeauftragter in der Schule. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist Datenschutz in der Medienbildung, damit Schüler, Schülerinnen im Gebrauch ihrer Smartphones, Tablets, was auch immer, wissen, auf was sie sich da einlassen und wie sie ihre Daten schützen können. Frau Bär, Sie sagen, Sie schätzen die Mühe, die wir uns mit dem Antrag gegeben haben. Vielen Dank. Dann wundere ich mich aber, warum man im ganzen Verfahren, gerade ist es gesagt, bis im Oktober schon hat es die Anhörung gegeben. Und alle haben gesagt, das ist ein wichtiges Thema, da müssen wir drüber reden, da muss was passieren, da müssen wir am Ball bleiben, sagt Frau Spanier-Oppermann. Warum kommt nicht einer her zu uns und sagt, lasst uns doch mal darüber reden, was wir tun können, damit wir alle da ein Stück weiterkommen. Sie lehnen das Ding hier ab und es passiert nichts. Es kommt kein anderer Antrag, es passiert nichts in der Beziehung. Und das haben wir schon bei anderen Anträgen auch mal gemacht. Da hätte ich mich gefreut, meine Damen und Herren, wenn Sie mal gesagt hätten, wichtiges Thema, lassen Sie uns mal schauen, ob wir zusammen da was hinkriegen. Worum geht es eigentlich in diesem Antrag? Wir sehen schon auch, dass es gute Ansätze gibt, den Datenschutz hier in NRW zu verbessern an den Schulen. Wir sehen aber auch, dass wir damit nicht am Ende sind, sondern dass dieser Datenschutz weiter ausgebaut werden muss, genau in den beiden Bereichen Datenschutzbeauftragter, Medienbildung. Dies hat sich ja auch in dem Sachverständigengespräch eigentlich so dargestellt, dass zum Beispiel in Bayern ganz andere, weiterentwickelte Modelle funktionieren, die man sehr gut auch hierfür in NRW übernehmen könnte. Rot-Grün ist offensichtlich zufrieden, so wie es ist, zufrieden damit, dass zum Beispiel am Schulamt der Stadt Köln ein Datenschutzbeauftragter tätig ist und man höre und staune, für 251 öffentliche Schulen. Und wenn mir jetzt erzählt, das reiche und alles sei prima, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Tut mir leid. Und er bekommt eine Entlastung seiner Unterrichtsverpflichtung von einem Fünftel seiner Unterrichtsverpflichtung für 251 Schulen. Alles schick, alles schön. Und wir stehen ja mit unserem Ansinnen auch nicht alleine hier. Die Lehrerverbände sehen das doch genauso. Die Pressemitteilung des Verbandes Bildung und Erziehung vom 19.11.2015, der VBE schlägt Alarm, weil Länder und Kommunen die Schulen mit dem Schutz der Daten weitgehend alleine lassen. Der Vorsitzende Udo Beckmann, der VBE fordert die Dienstherren und Schulträger auf, endlich Sicherheit und Schutz für Lehrer und Schulen zu gewährleisten. Es geht hier nicht um Sahnehäubchen. Es geht hier nicht um Sahnehäubchen. Der Umgang mit sensiblen Daten ist Bestandteil der Bildungs- und Erziehungsarbeit an unseren Schulen. Wir vermissen die nötige Sensibilität der Verantwortlichen. Und dem, meine Damen und Herren, habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Frau Kollegin Pieper. Für die Landesregierung spricht die Frau Ministerin Löhrmann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich will anknüpfen an das, was gesagt worden ist und wo sich auch alle einig sind, dass Fragen des Datenschutzes, der Datensicherheit sowie des verantwortlichen Umgangs mit personenbezogenen Daten in den unterschiedlichen Arten in den Kernlehrplänen verankert sind. Das ist auch da wieder nicht monokausal. Und ich bin sehr dankbar gewesen für den Hinweis, dass das nicht allein eine Frage von digitalen Aspekten ist, sondern dass das eine Frage ist, die einzubetten ist in das Thema grundsätzliche Verbraucherbildung, Stärken der Verbraucherkompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Und dazu, liebe Frau Pieper, hat der Landtag am 28. März 2014 einen Entschließungsantrag verabschiedet, Verbraucherbildung in Schule nachhaltig und vielfältig gestalten. Der ist beschlossen worden.
Und dieser Antrag bezieht sich, also auch hier sehen Sie wieder, vernetztes, zusammenhängendes, systematisches Vorgehen, auch bundesweit. Der Antrag bezieht sich auch auf die KMK-Empfehlungen, Verbraucherbildung an Schulen, die explizit die Themen Datenschutz und Urheberrechte enthalten. Und diese KMK-Empfehlungen, zu denen hat es unter meiner Präsidentschaft eine umfängliche, große Veranstaltung gegeben unter Beteiligung verschiedener Bundesländer, wo verschiedene Instrumente und verschiedene Wege der Länder besprochen worden sind und ausdrücklich gesagt worden ist, wir wollen das nicht mit einem einzelnen Fach zwingend machen, sondern wir können das auf unterschiedlichen Wegen machen. Und ich empfinde Ihr Vorgehen eben zum Teil sehr stark verkürzt auf eine Instrumentendiskussion. Und ich glaube, das führt nicht weiter. Es ist gut, wenn wir das Ganze systematisch angehen. Und diesen Landtagsbeschluss, der ist natürlich handlungsleitend für die Landesregierung, der wird aktuell umgesetzt. Es wird eine Rahmenvorgabe erarbeitet, die darauf abzielt, die Verbraucherbildung zu einer verpflichtenden Aufgabe aller Schulen der Primar- und Sekundarstufe 1 zu machen. Und parallel zur Rahmenvorgabe wird eine orientierende Handreichung entwickelt. Sie wird Anknüpfungspunkte zu den bestehenden Kernlehrplänen sowie Hinweise und Hilfen zur Umsetzung in schulinterne Lehrpläne enthalten. Also hier wird noch eine Verstärkung auch passieren und es ist nicht so, dass wir einfach sagen, alles ist gut und wir ruhen uns darauf auf, sondern es ist ein kontinuierlicher Weiterentwicklungsprozess. Die Frage des Datenschutzes in unseren Schulen wird auch sehr ernst genommen und wird bestimmt von den medienpädagogischen Lehrinhalten, der technischen Infrastruktur und den rechtlichen Rahmenbedingungen. Diese Elemente werden gewährleistet durch das zweckmäßige Zusammenspiel von Medienberatung, kommunalen IT-Dienstleistern, Datenschutzbeauftragten und Rechtsaufsicht. Und diese Verwaltungsstruktur und diese Ebenen kann man nicht so ohne weiteres mit der in Bayern vergleichen. Die Medienberatung, deren Arbeit, glaube ich, auch uneingeschränkt gewürdigt und geschätzt wird, hat eine umfangreiche Handreichung zum Datenschutz sowie insbesondere den Medienpass NRW entwickelt und den Schulen zur Verfügung gestellt. Lehrkräfte werden damit bei der Vermittlung eines sicheren und verantwortungsvollen Umgangs mit Medien und privaten Daten unterstützt. Den Medienpass will ich jetzt nicht mehr erläutern, auch mit Blick auf die Zeit. Und die Praxis, das will ich noch mal ansprechen, weil Sie das gerade genannt haben, Frau Pieper, die Praxis zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten für alle öffentlichen Schulen eines Schulamtsbezirks hat sich bewährt. Fach- und Erfahrungswissen wird so sinnvoll gebündelt. An etwa 5.600 öffentlichen Schulen jeweils eine Lehrkraft zu bestellen und zu qualifizieren, ist aus Sicht der Landesregierung weder zweckmäßig noch realistisch. Für die Datenschutzbeauftragten ist ein umfassendes Qualifizierungsangebot installiert, das unter anderem die relevanten Rechtsgebiete, den Umgang mit sozialen Netzwerken sowie die Erprobung zweckmäßiger Unterrichtseinheiten umfasst. Auch die Beratungen im Schulausschuss am 9. Dezember haben keinen dringenden Änderungsbedarf ergeben, sondern im Gegenteil gezeigt, dass es vielfältige Unterstützungsleistungen gibt, die auch genutzt werden. Also, ich fasse noch mal zusammen. Beim Thema Datenschutz geht es nicht um das Ob, sondern um das Wie. Und deswegen wird die Landesregierung die ergriffenen Maßnahmen und vorhandenen Instrumente fortlaufend überprüfen und bei Bedarf nachsteuern. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Schluss der Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung empfiehlt in Drucksache 10.441 den Antrag Drucksache 8635 abzulehnen. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Antrag Drucksache 8635 selbst und nicht über die Beschlussempfehlung. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Dankeschön. Damit ist der Antrag abgelehnt mit Stimmen von SPD, CDU, der Fraktion Grünen, bei Enthaltung der Fraktion der FDP, des fraktionslosen Abgeordneten Schwert, bei Zustimmung der Fraktion der Piraten. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4.